Okay, Leute, tut mir leid, ich musste einen kleinen plötzlichen Schnitt machen, weil mir was in die Quere gekommen ist, aber ich habe es einwandfrei erledigt. Ich bin natürlich vorbeigefahren und ich weiß nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte. Ist auch egal jetzt, weil wir eh schon bei der Mission sind, also beim Auftragsanfang. Und das werden wir doch jetzt hier gleich mal erledigen. Türschloss knacken, genau. Ja, komm, gib's mir, gib's mir. Verdammt! Oh, das war schlecht. Oh nein, what? Jetzt hab ich's. So, Tür Vito, mach öffnen. diese Tür. Ja, ich bin noch am Aufmachen, Joe. Scheiße, was ist hier los? Los, Jungs, die Cops tanzen jeden Moment hier an. Tempo! Der verschissene Brian O'Neill? Scheiße, was denn jetzt? Was hat denn so ein Arschloch wie du hier verloren? Barbaro, was hast du hier verloren, du elender Wichser? Du kommst leider zu spät, hier gibt's nichts mehr für dich zu holen. Das ist unser Bruch. Wenn ihr hier lebend rauskommen wollt, dann rückt mal lieber alles raus, was ihr habt. Auf dem Schild draußen stand aber nicht Brian O'Neills Laden. Sonst wären wir doch nicht eingebrochen. Wir hätten die Bude gleich abgefackelt. 10:31 in der Westside Mall. Ich wiederhole, 10:31, Einbruch. Hier Wagen 54. Sind dran. Und ich schlag vor, ihr verschwindet, bevor die Cops anrücken. Ah, Scheiße! Leg los, dich am kommt nichts wie raus hier. Das war ja jetzt so klar, dass irgendwas in uns in die Quere kommt. Wir müssen schleunigst hier raus. Jo, oh, zum würde ich auch wartet denken. Ihr? Sagt alles ein, Jungs! Und wenn die Bullen kommen? Scheiß auf die Bullen! Holt Na los doch! Nichts wie raus hier! Sollte ich eine ich Waffe nehmen? Ja. Verdammt, die Bullen! Komm, ja, genau. Komm, mach, gib Gas jetzt! Wir schließen hey, Vito, die Tür. Ich hab sie aufbekommen, raus hier! Hast du das? Die Tür ist zu. Jetzt ist sie offen, Mann. Gib mir Deckung, während ich die Tür aufmache. Halt mir die Arschlöcher vom Hals. Ja, ich halte sie dir schon vom Hals. Ich glaube, ich habe gerade einen Zivi abgeknallt. Nee, habe ich nicht. Der war... Der, was hält denn der alles aus? Jetzt ist es down. Komm, Vito, verschwinden wir. Ja, wohin? Komm, geh vor. Ich weiß nicht, wo du hin willst. Ich bin gerade etwas unter... psychischen Druck hier. Ich keine Bewegung, total Polizei! Spannend. Ihr sitzt fest. Nein, sitzen wir nicht. Vito, komm, gib Gas. Joe ist schneller als du und er ist ein Elefant. Kann das sein? Scheiße. Gut, wie er damals gesagt hat, er hat ja drei Beine und mit drei Beinen läuft es sich wahrscheinlich schneller. Könnten die mal aufhören zu schießen? Scheiße, wieder eine Sackgasse. Ich schätze mal, die werden jetzt hier gleich von unten kommen. Und ich verteile aber in dieser Zeit Headshots, wo Joe versucht, die Tür aufzumachen. Ja, was ist jetzt? Da kommen ja keine mehr. Wie lange brauchst du? Da lang. Das ist unsere einzige Chance. Jetzt. Komm. What? Wer schießt? Komm schon, Vito. Beweg deinen Arsch. Ja, wohin denn? Ich bin doch direkt hinter dir. Das ist ein Ausrutscher und wir sind tot. Wir haben keine Wahl. Oder willst du in den Knast? Hast du schon Der ist hingefallen. Wie geil. Wie lange soll ich jetzt mir die Cops vom Arsch halten hier? Ja, komm, geh weg bitte von der Deckung. Danke. Schwing deinen Arsch hierher. Brauchst du eine schriftliche Einladung oder was? Da drüben! Feuer! Scheiße! Hey, sei vorsichtig! Das war arschknapp. Ja, mir fast in die Hosen geschissen. Wo sind sie? Sie müssen da lang sein. Oh, vergiss es. Nicht für diesen Hungerlohn. Hier lang. Da müssten wir zur Straße kommen.
Ah, das ist schön, wenn die Polizisten aufgeben. In Hollywood würde es sowas nicht geben. Da würde Bruce Willis, aka John McClane, hier mit einem Seil rüberschwingen oder was weiß ich. Polizei! Ihr sitzt fest! Tun wir nicht. Oh, der hat ein Schluckgewehr. Jetzt nicht mehr. Total easy, die Schießereien. Bis jetzt zumindest. Kann sein, dass die noch schwerer werden. Ich weiß es nicht. Wo lang, Meister? Maestro, komm. Auf wen schießt du? Oh. Ich dachte, Joe schießt schon auf mich jetzt. Ich hab's gleich. Halt sie noch ein bisschen in Schach. Ja, ich... Ich erledige das. Komm, Vito, verschwinden wir. Was? Du bist schon fertig? Mann, bist du eine fixe Maus. Wie lange müssen wir denn noch fliehen? Wenigstens ist es keine Schleichmission, also kann ich auch gar nicht verkacken. Das glaubt uns ja nie im Leben, diese dämlichen Drecksäcke. Los, gehen wir. So. Komm. Piss dich, Bulle! Ich bin unschuldig! Immer eine dicke Lippe riskieren, der Junge. Wer war denn das? Brian O'Neill, der bescheuerte Ehrenwichser. Nicht besonders clever. Macht meistens nur die Drecksarbeit. Ja, wie der geniale Strippenzieher wirkt er nicht. Scheiße, die Cops! Raus aus dem Licht! Wir müssen verschwinden, los! Kein Problem. Her mit der Tasche. Ich liefere das Zeug ab. Okay. Wir sehen uns dann zu Hause. Und lass dich unterwegs nicht schnappen. All is klar. Wir müssen nach Hause. Wir werden gesucht. Wir müssen jetzt aber zu Joe und den Tag beenden. Das ist ja auch ganz logisch. Wir haben $1000 bekommen. Das ist schön und hier ist eine Sackgasse. Und irgendwie lagge ich gerade wie... Wie Meister Schmidts Katze. Jetzt wieder nicht. Jetzt habe ich wieder schön viel FPS. Jetzt lagge ich wieder. Und jetzt lagge ich wieder nicht. Und jetzt lagge ich wieder. Und jetzt mache ich Schnitt.